Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sehe ich gerade vielleicht etwas fertig aus oder so. Das liegt eigentlich nur daran, dass ich ungeschminkt bin. Ich hatte mega Lust auf so eine Everyday-Make-up-Routine. Also, und ich dachte mir so, hä, warum nicht? Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich könnte eigentlich mal nachschauen, wann die letzte war. Es ist auf jeden Fall lange her und es hat sich seitdem, denke ich, ziemlich viel verändert. Also ich hatte so ein nicht everyday Make-up, aber so verschiedene Make-up-Looks, wo man durchklicken konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Hatte ich vor 11 Monaten hochgeladen. Also ist fast ein Jahr her, deswegen dachte ich mir so, es wird mal wieder Zeit. Ich werde dabei einfach ein bisschen reden, würde ich sagen. Eigentlich hätte ich euch nach Fragen fragen sollen. Soll ich das mal jetzt schnell machen? Ich bin ungeschminkt, geil. Erstmal meine Instagram-Story. Ich hätte es echt davor machen müssen. So weit habe ich nicht gedacht. Und schreibt mir einfach alles, worauf ihr Bock habt. So, perfekt. Ich habe übrigens gerade keine Ferien. Wir haben nur Fasching, deswegen habe ich Montag und Dienstag frei. Heute ist Montag bei mir. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video genau sehen werdet. Aber wie gesagt, ich drehe jetzt regelmäßigere Videos. Und mein Laptop ist immer noch nicht angekommen. Aber bald dann kommen ganz viele Videos, wenn ich endlich wieder gescheit schneiden kann. Ich habe mein ganzes Make-up hier in so einer Tasche, die habe ich mal geschenkt bekommen. Da habe ich einfach jetzt alles gesammelt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, habe ich eh. Weil ich habe vom Bad halt einfach alles geholt. Was ist deine größte Angst? Okay, wir fangen mal an, mich dabei zu schminken. Meine größte Angst, boah, schwierig. Ich benutze jetzt erstmal hier so ein Gesichtswasser, genau. Ich mache meine Haare mal nach hinten. Und ich weiß nicht, ob das Gesichtswasser irgendwas bringt, aber irgendwie mag ich es und ich bilde es mir zumindest ein, dass meine Haut dadurch schöner wird. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Und ich finde, das riecht halt ganz gut und ist irgendwie so ein bisschen erfrischend, deswegen benutze ich das halt. Oh Gott, meine größte Angst. Spinnen. Ich hasse Spinnen und Schlangen. Ich weiß nicht, warum und was es so auf sich damit hat, aber ich finde die so ekelhaft. Ich meine, ich habe eine größere Angst. So, ups. Ich habe echt früher mal Albträume von Spinnen und Schlangen gehabt, wie so Schlangen zu mir gekommen sind und Spinnen irgendwie auf einmal auf mir saßen. Lustige Story, ne? Einmal habe ich bei meiner Mom geschlafen, weil mein Dad nicht da war oder so. Und dann bin ich aufgewacht und habe irgendwie geträumt, dass ich da irgendwo eine Spinne gesehen habe und habe meinen Mom richtig geschlagen ins Gesicht. Und ihre Nase ist dann so blau angeschwollen. Das war nur, weil ich von so einer Spinne geträumt habe. Deswegen sowas. Okay, ich benutze jetzt von Too Faced Hangover Primer. Den habe ich in Dubai gekauft. Ich weiß nicht, irgendeine YouTuberin hat gesagt, dass der richtig gut sein soll und voll den Unterschied machen soll und so. Deswegen habe ich mich ein bisschen anfixen lassen. Aber ich weiß nicht, ob der wirklich was bringt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, man könnte auch eine normale Creme einfach benutzen. Aber naja, wir glauben mal an das Gute. Und das benutze ich halt dann statt einer Creme einfach. Vor allem, das zieht halt voll schnell ein. Das verteile ich hier einfach gut. Und das war es dann auch schon mit der Creme. Jetzt benutze ich Concealer. Genau. Zum einen hier von NARS. Und die mich halt beraten hat, hat mir den einfach eine Nuance dunkler gegeben irgendwie. Und deswegen passt er mir nicht richtig. Und aus dem Grund benutze ich noch von P2 Mattifying Perfection Concealer. Den benutze ich eigentlich auch schon ewig. Und die in der Kombination finde ich ganz gut. Genau. Ich habe hier übrigens meinen Spiegel stehen, falls ihr es nicht seht. Den kann man auch anmachen. Ich habe den zu Weihnachten bekommen, aber ich habe den irgendwie vergessen zu zeigen in meinem Geschenkvideo, weil der bei mir im Bad stand. Aber okay. Wie sieht's mit deiner Modelkarriere aus? Ja gut, ich hatte nur mal ein Fotoshooting, LMTD, das war letztes Jahr so. Und mehr ist da bei mir nicht drin. Ich glaube auch von der Größe her und generell, ich weiß nicht, ob ich da so... Wir machen Fotoshoots und so auch schon mega Spaß, aber ich bin selber immer total kritisch über mich selber, falls ihr wisst, was ich meine. Also, wenn andere Leute Bilder von mir aussuchen, finde ich die meisten einfach hässlich, wirklich. Ich weiß nicht. Und ich gebe hier übrigens den Concealer hier in so einem Dreieck auf. Den dunkleren als erstes und den helleren danach, damit das hier einfach heller ist und meine Augenringe ein bisschen abgedeckt werden. Übrigens wollte ich noch dazu sagen, eigentlich, ich würde auch ohne Make-up wahrscheinlich zur Schule gehen und so. Ich mache das nicht jeden Tag, aber ich meine, das Video wird sich nicht lohnen, wenn ich mich jetzt nicht schminken würde. Deswegen gehe ich full out hier in dem Video, was ich machen würde, wenn ich voll viel Zeit hätte. Und oh, ich habe vergessen, meinen Beautyplan anzufeuchten. Ich mache das jetzt einfach mit dem Rosenwasser. Geht schon. Das Video wird nicht zu lang. Ich habe schon das Gefühl, ich quatsch die ganze Zeit und schminke mich nicht richtig dabei. Wie gehst du damit um, dass du so berühmt bist? Das ist mega die süße Frage irgendwie, weil so berühmt bin ich jetzt auch nicht. Also ich werde schon ab und zu mal angesprochen, aber gerade eigentlich hier bei mir in der Stadt nicht so, was eigentlich
ganz cool ist. Also ich freue mich, wenn ihr mich so ansprecht oder so. Aber gerade hier, ne Leute, ich laufe manchmal so hängerhaft in die Stadt. Also man sieht so schrecklich aus. Und da denke ich mir immer so, hoffentlich erkennt mich jetzt keiner. Aber ich lebe ja eher in so einer kleineren Stadt. Deswegen werde ich hier auch nicht so oft angesprochen. Halt eher, wenn ich dann weggehe nach Frankfurt oder so, in so größere Städte. Aber da freue ich mich. Also ich freue mich generell eigentlich immer so, wie ich damit umgehe. Keine Ahnung. Sorry Leute, meine Speicherkarte war voll. Egal. Und übrigens, ja, ich habe hier auch ein paar Pickel. So, ich glaube, das ganz normal, gerade in meinem Alter. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich decke die halt einfach ab. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Haut trotzdem. Falls ich mal so eine Skincare-Routine drehen soll, macht gerne bei der Umfrage mit, dann mache ich das. Und ich werde diesmal die Umfrage nicht vergessen einzuplanen. Mache ich nämlich gefühlt jedes Mal. Was steht auf deiner Bucketlist, beziehungsweise was willst du unbedingt mal machen? Da gibt es, glaube ich, mega, mega viel. Wir suchen jetzt erstmal, was mache ich denn immer danach? Okay, wenn ich die benutze, dann meistens, wenn ich weggehe oder wenn ich ein Video drehe oder wenn ich weggehe. Nein, oder halt auch so ein Event oder so. Und zwar ist es Make-up Forever HD Professional Foundation. Genau, so heißt es. Die ist von Make-up Forever, aber ich glaube, die gibt es auch nicht in Deutschland. Ich habe die in Dubai auch gekauft, wenn ich da schon mal da war. Ja, ich habe das halt von voll vielen amerikanischen YouTubern so empfohlen bekommen. Mir ist aufgefallen, ich benutze erstmal nochmal was anderes. Sheesh. Mein einen Concealer vergessen. Und ich habe hier jetzt schon Foundation drauf. Okay. Ich bin gleich wieder da. ja, wieder zurück. Ich hoffe, das Video wird einfach nicht zu chaotisch. Ich benutze jetzt von Superstay24 hier den Concealer. Das ist halt mega schwierig. Die Tiny findet den richtig scheiße. Und ich finde den Concealer eigentlich ganz gut. Also man muss den in Kombination mit einer Foundation benutzen oder irgendwas. Weil sonst sieht man den zu arg. Und ich mache den halt so ein bisschen auf die roten Stellen einfach, wenn ich Pickel habe. Und die sehen einfach nicht so schön aus. So, und dann tupfe ich die ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dann sind die einfach besser abgedeckt. So. Okay, weiter geht's mit der Foundation. Also was steht auf meiner Bucketlist? Ich möchte unbedingt mal Fallschirmspringen machen. Oder Parakleiden oder so. Also sowas finde ich mal richtig cool. Ja, aber ich würde es halt ungern allein machen. Also mal schauen halt, ich glaub, wenn ich älter bin oder so. Ich tupfe die Foundation einfach so ein bisschen ein. Überall so. Ups. Was würde ich generell noch gern machen? Es kommt halt drauf an, auf was bezogen. Also ich meine, studieren und so will ich auch gerne machen, denke ich. Dann würde ich gerne nochmal ins Ausland. Ich liebe es zu reisen. Ich will einfach so viele Länder ungefähr wie möglich sehen und Städte und alles Mögliche. Also mit mir kann man immer überall ungefähr hinreisen, weil ich es halt einfach cool finde, nicht die ganze Zeit zu Hause zu sein, auf einem Flecken, so, sondern einfach ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, ein bisschen rauszukommen, nicht die ganze Zeit drin zu bleiben. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe auch Gammeltage und so, also heute zum Beispiel ein bisschen. Okay, ich bin produktiv, ich filme das Video, aber ich meine trotzdem generell reisen, einfach möglichst viel rumkommen. Ich glaube, das ist so ungefähr mein größtes Ziel oder generell halt größter Wunsch. Leute, wisst ihr, was so creepy ist? In meinem letzten Video, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder irgendwo, ist mein YouTube angegangen. Und jetzt ist mein Fernseher gerade auch einfach angegangen auf YouTube. Hier ist gerade echt gruselig. Okay, gehen wir einfach nicht weiter drauf ein und tun so, als wäre es nie passiert. Ist mein Fernseher schon wieder angegangen? Leg die Fernbedienung dahin. Ich habe die ganze Zeit nicht berührt. Das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Okay. Wow, ich habe voll vergessen, meine Augenbrauen zu machen. Die mache ich eigentlich immer als erstes. Aber egal, wir machen die jetzt. Perfekt. Und dafür benutze ich meinen NYX Augenbrauenstift. Den benutze ich auch schon ewig. Ich glaube, ich habe den auch locker vor 11 Monaten in einem anderen Video benutzt. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Damit fülle ich einfach meine Augenbrauen aus. Ich schaue mal nach einer neuen Frage. Hattest du Momente im Leben, wo du gedacht hattest, kann ich bitte die Zeit zurückspulen? Ja. Mega viel. Also entweder, um die Sachen dann zu verändern, wenn ich irgendeinen Scheiß gemacht habe. Oder einfach, weil ich es so schön fand, dass ich da gerne wieder zurück möchte. Und auch generell Kindheit oder so. Ich fände das mal so interessant. Ich meine, man vergisst ja das meiste wieder aus seiner Kindheit. Deswegen definitiv. Ich finde nur, bei Augenbrauen ist das Wichtigste, dass man die sich nicht zu dunkel malt und auch nicht zu balkenhaft oder einfach viel zu dick. Oh, Leute. Ich hatte früher meine Augenbrauen immer so fett gemalt. Ich weiß nicht, früher, ist auch nicht so lange her, das war locker vor einem Jahr,
war noch Anfang im Internat. Ihr müsst euch mal meine ganz ersten Videos vom Internat anschauen. Ich finde es so schrecklich. Deswegen passe ich immer voll auf, dass ich meine Augenbrauen jetzt nicht mehr so fett anmale, weil ich hatte das Gefühl, ich hätte einfach so zwei riesige Balken im Gesicht. Mir hat auch irgendwie keiner gesagt, dass es so scheiße aussieht, aber okay. Deswegen immer schön ausbürsten, so. Perfekt, das war's dann auch mit den Augenbrauen und wir widmen uns einer neuen Frage. Bist du zurzeit glücklich? Ja, also natürlich. Nicht natürlich, ist nicht selbstverständlich, aber ja, bin ich, doch. Schule ist halt immer anstrengend, ich meine, komm, aber alles super soweit. Okay, jetzt benutze ich Bronzer. Und sonst eigentlich auch. Also ich habe ungefähr die besten Freunde. Oh, süß, ne, Leute? Aber doch, ich bin auf jeden Fall zurzeit ziemlich glücklich. Ja, natürlich, es kann immer besser laufen, aber ich kann mich nicht beschweren, würde ich sagen. Ich benutze übrigens den Marc Jacobs Bronzer. Der ist auch ein bisschen dreckig. Und ich benutze den so hier eher auf meinen Wangenknochen und hier so auf meinen Wangen generell. Ich weiß nicht, ich konnte noch nie richtig konturieren. Ich finde einfach, man sieht gebräunter aus. Und ich mache das auch hier oben drüber, damit das halt nicht so ein krasser Unterschied ist einfach. Und das verteile ich so ein bisschen überall. So sehe ich dann auch im Winter braun aus. Nein, aber macht das einen krassen Unterschied? Ich weiß es nicht, doch. Dann benutze ich eigentlich fast nie, aber jetzt schon, von NARS hier, und der ist übrigens kaputt, den Blush. Dazu benutze ich dann auch noch einen anderen Pinsel. Trage ich einfach so ein bisschen ganz dezent hier drüber auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so einen krassen Unterschied macht. Ups. Aber wenn ich halt mal Zeit habe, dann warum nicht? Lieblingsserie momentan. Falls ihr Lust habt, kann ich dazu auch nochmal ein separates Video machen. Weil ich lasse mich generell von den Videos immer so mega inspirieren. Ich benutze jetzt erstmal hier von Laura Mercier das Puder. Genau. Ich habe hier von L'Oreal so einen Pinsel irgendwie. Den habe ich mir mal geholt und der ist eigentlich ziemlich perfekt zum Puder auftragen. Meine momentane Lieblingsserie. Ich schaue im Moment halt eigentlich zwei Serien. Okay, Narcos. Und dann noch zum anderen White Color. Ich habe da First Suits geschaut. Die ist auch ganz gut. Aber Leute, die allerbeste Serie, dass wir nie irgendwas toppen können, gefühlt, ist Sherlock Holmes. Es ist einfach so interessant und ich liebe es. Und ich glaube, ich schaue es nochmal. Dann noch so Pretty Little Liars und sowas. Auch sowas mag ich auch. Aber habe ich halt alles auch schon durchgeschaut. Deswegen. Ups. Ich benutze eigentlich nur so ein bisschen hier unter meinen Augen, damit der Concealer ein bisschen länger hält, gefühlt. Jetzt benutze ich von Becca, der ist auch neu, den habe ich mir auch in Dubai gekauft, weil ich dachte mir so, wenn ich schon mal in Dubai bin, dann Hanna, schlag zu. Also alles, was ich halt holen wollte, was es nicht in Deutschland gibt, habe ich mir dann dort geholt. Die Farbe ist Champagne Pop. Champagne? ja, genau. Und die ist voll schön, die gebe ich dann einfach mit so einem Pinsel auf, hier so ein bisschen als Highlighter. Hast du einen Freund? Ich kriege die Frage, glaube ich, mit am häufigsten. So, ich meine, mich würde es wahrscheinlich auch interessieren, wenn ich jemanden schaue. Aber, also erstens, okay, ich habe keinen Freund. Aber zweitens, auch wenn ich einen hätte, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so sagen würde. Deswegen, ich glaube, ihr würdet es wahrscheinlich nicht mehr so mitbekommen, wenn ich einen Freund hätte, so. Aber ich wollte die Frage trotzdem irgendwie beantworten, weil ich die nur gestellt bekomme. Nein, ich habe keinen Freund. Und übrigens benutze den Highlighter jetzt auch hier in meinem Augeninnenwinkel mit so einem kleineren Pinsel einfach. Ich benutze halt keinen Lidschatten, sondern lasse dann nur und irgendwie sieht mein Auge dann gefühlt geöffneter aus, finde ich zumindest. Und irgendwie finde ich das generell voll schön, wenn man das macht. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich habe heute noch Mathe-Nachhilfe und ich melde mich endlich bei der Fahrschule an. 14.53 Uhr. Okay, alles gut. Oh, mir fällt wieder ein, ich habe schon wieder was vergessen. Meine Augenbrauen. Das von Alverde, das Augenbrauengel. Und ups, das festigt die Augenbrauen halt einfach so ein bisschen. Und ich vergesse das ungefähr immer zu benutzen. Wenn ich es benutze, dann fühlt sich es eigentlich ganz gut an. Okay, jetzt benutze ich hier von Urban Decay Quick Fix. Das ist einfach ein Setting Spray. Ich hatte davon noch nie ein Setting Spray und ich wusste auch nie, ob sich das so lohnt und ob das so einen Unterschied macht. Aber wir tun einfach mal so, als würdest du es machen, weil es eigentlich echt schon ziemlich teuer ist dafür. Das ist halt einfach so eine Flasche mit, keine Ahnung, was ist das eigentlich für ein Wasser, was da drin ist? Am Ende ist es nur Wasser. Ich merke, glaube ich, nicht so den Unterschied. Aber trotzdem benutze ich es, weil ich es halt habe. Ich hoffe zumindest, es macht einen Unterschied. Vielleicht merke ich es auch einfach nur nicht. Und ich benutze es halt, bevor ich meine Mascara drauf mache, weil meine Mascara sonst einfach verschmieren würde. Deswegen. Ja, jetzt zieht es erstmal so ein bisschen ein. Aber es riecht zumindest ganz gut. Ja, mein Nachhilfelehrer ruft mich gerade an.
Hallo? Okay, dann bis Donnerstag. Tschüss. Heute kein Mathe-Nachhilfe, yay! Okay, das hat sich auch erledigt. Das ist praktisch, obwohl ich meinen Mathe-Nachhilfe-Lehrer trotzdem mag und ich brauche eigentlich echt auf Mathe-Nachhilfe. Ist nicht so mein Fach, Mathe. Klein bisschen chaotisches Video, aber ist halt ziemlich spontan. Ich hoffe, stört euch nicht. Willst du nach der Schule nochmal ins Ausland? Wenn ja, wohin? Ja, glaube ich, will ich. Jetzt übrigens benutze ich von Lancôme hier die Wimpernzange. Die ist übrigens von meinem Roommate, von meinem alten, also Anna Fair. Ich habe die aus Versehen geklaut. Ich habe die wirklich aus Versehen geklaut. Ich habe die halt jeden Tag immer bei ihr benutzt und dann war die noch in meiner Kulturtasche. Und ich habe sie mitgenommen, aus Versehen. Aber sie hat auch voll viele Klamotten noch von mir und ich habe auch ein paar Sachen noch von ihr. Und sie hat auch noch voll viele Lip-Liner und alles mögliche noch von mir eingesteckt. Deswegen, also ist jetzt nicht so schlimm. Die ist mega gut. Ich will auch nicht wissen, wie teuer die war. Aber okay. Und ich weiß, das sieht gerade voll scary aus, ne? I know. Aber die biegt meine Wimpern halt echt richtig, richtig gut. Achso, wir kommen zu der Frage. Ich vergesse das immer wieder. Ja, ich will vielleicht nach meinem Abi nochmal weg. Vielleicht, ich habe noch gar keine Ahnung. War es vielleicht auch nur für einen Monat oder so. Es kommt halt drauf an, ich muss mich halt dann für einen Studiengang bewerben und wie ich dann genommen werde. Es hängt ja alles damit so ein bisschen ab und vielleicht denke ich halt dann später nochmal anders. Vielleicht will ich dann einfach nicht weg. Ah, glaube ich eigentlich nicht. Ich mag immer weg, aber wahrscheinlich nicht so lange. Wahrscheinlich nicht für ein ganzes Jahr. Ich meine, ich hatte jetzt mein Internatsjahr, aber einfach vielleicht für ein paar Monate oder so. Das wäre eigentlich schon ganz cool. Jetzt benutze ich die Mascara und zwar die von Dayreal. Die ist richtig gut von Benefit. Bei mir, ich habe so das Problem mit Mascaren, weil die bei mir gefühlt immer alle abbröckeln. Also wirklich auch die wasserfesten, die halten alle nicht bei mir. Und die ist eigentlich echt richtig gut. Deswegen benutze ich die. Konzentration ganz kurz. Seht ihr das? Ich habe hier überall Mascara hängen. So, das eine Auge ist jetzt fertig und seht ihr den Unterschied? Das ist einfach extrem krass, oder? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. Sieht schon besser aus, aber hier die ganze Mascara-Reste müssen noch ab, definitiv. Ich tusche auch nie meine unteren Wimpern, weil, wie gesagt, bei mir setze ich das ungefähr sofort ab. Und es sieht aus, als hätte ich geheult oder ich hätte die übelsten Augenringe. Deswegen kann ich meine unteren Wimpern eigentlich gar nicht tuschen. Das ist mein fertiger Make-up-Look. Also ich mache wirklich nicht mehr. Wenn ich halt eigentlich relativ viel Zeit habe, nehme ich mir die Zeit und benutze... Wenn dann das, wie gesagt. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ist kostenlos. Warum nicht? Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und schaut jetzt bei meinen letzten Videos vorbei. Es werden auch ganz viele weitere jetzt demnächst kommen, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!